ja. Wieder helfen hat. Ja, man ist ja freundlich, ne? Und wer die Leute nicht alleine lassen, in ihrem Unglück, dass sie dann vielleicht das falsche Zug nehmen. Ist auch freundlich, ja, vertieft, ja. Und da ist die rosa rote Hand schon längst im Rucksack gewesen und der Herr ist schon verschwunden. Und junge Dame, schon wieder das Portemonnaie futsch, ne? Schon wieder. Handschuh, rhythmische Bewegung, ne? Ich sage auch immer, das ist eine Fachkraft für rhythmische Eigentumsübertragung, auch genannt kurz an. Also hier ist eine Tätergruppierung von drei Leuten, mindestens. Die junge Dame am Planauskunft schaut rüber, merkt sich die PIN-Nummer, im Smartphone genauso eingeben, die Reihenfolge, wie die Frau dort die PIN-Nummer eingibt, im Smartphone eingeben, haben sie die PIN. Kurzes Signal, es hat geklappt. Jetzt kommt der andere, der blockt, das ist der Blogger. Manchmal sind sie auch höflich und wollen ihnen das Gepäckstück mit hineintragen in den Waggon, mit behilflich sein, also sie werden in der Bewegung gestoppt und der dritte greift zu oder naht die Sehenswürdigkeit. Das könnte ihnen auch hier im Standgebiet an irgendeinem Kaffeetisch durchaus passieren. Sie haben hier ein Smartphone hingelegt. Ja, er ist freundlich, nett, fragt auch. Ne? Und so freundlich ist man auch und gibt den Tipp, wo man richtig lang geht, wo man sein Ziel findet. Und siehe da, unter der Stadtplan, da befindet sich das Smartphone. Diesen Trick haben sie auch, wenn manchmal gibt es auch Tätergruppierungen, die versuchen Spenden zu erbetteln. Die haben dann so ein Klemmbrett und wenn sie ich sehe schon, alle Kundschaft steht da und wartet auf mich. Im Übrigen, die haben mich gerade erleichtert. Ja, die haben mich um meine Einnahmen gebracht. Sie rennen mir bitte alle nicht weg, weil ich komme dann noch zu Ihnen, weil ich muss ja auch von irgendwas nehmen und die Übernachtung in Leipzig sind ja auch teuer. Ne? So, gucke ich mal so ein bisschen durch die Gegend, was ich so alles finde. Meine Herren, wir fangen mal mit Ihnen an. Hand aufs Herz, wo haben wir das Portemonnaie? Sehr gut. Ja, ich, den Griff wollte ich sehen, ne? Ich sehe es da schon. Lassen Sie es doch nicht kommen, mir das dann abholen. Ich hoffe, es ist reichlich drin. Nehmen Sie das bitte raus aus der Hosentasche. Wer solche Hosen hat wie ich, ja, der kann das hier unten in die Bar rankommen. Das dauert eine Weile. Noch was ist natürlich, das Portemonnaie in die Tasche rein. In Tasche, schön zumachen, Jacke zumachen, dann passt das noch. Ja, viel besser. Würden Sie es dann auch bitte machen, das wäre einfacher. Genau da rein, schön alles zumachen, dann passt das. So, jetzt kommen wir natürlich zu den netten Damen. Ich liebe Ihre Handtaschen. Und wenn ich jetzt mal gerne so zu Ihnen kommen darf, weil die fällt nämlich gerade so schön auf. Sie machen mir die Arbeit schwer. Und dafür gibt es ja